Willkommen! Dieses Video bringt Ihnen die Thematik des Körpers als Mittel bzw. Medium der Erfahrung nach Dewey näher. Dazu lernen Sie, wie sich Dewey dieser Thematik annähert und welche Folgerungen daraus gezogen werden können. Das Wort Medium findet sich in der Sprache Deweys nicht. Den Körper als Instrument, sozusagen als Medium der Erfahrung, beschreibt Dewey als ein Verhältnis von physischen und mentalen Vorgängen. Also als eine Stufung von komplexen Vorgängen innerhalb der Interaktion in der Lebenswelt. Erfahrung umschließt ein passives und ein aktives Element. Miteinander sind sie in besonderer Weise verbunden. Das heißt, dass die mentalen Prozesse eines Lernenden nicht von der Umgebung, also von der Situierung des Lernenden getrennt werden können. Die aktive Seite der Erfahrung ist das Ausprobieren, das heißt das Machen von Erfahrung. Die passive Seite beschreibt Dewey als ein Erleiden oder Hinnehmen. Das heißt, dass wir in der Erfahrung auf einen Gegenstand wirken und dieser auch auf uns wirkt. Dies beschreibt die besondere Verbindung des aktiven und des passiven Elements der Erfahrung. Der Körper steht also als Medium der Erfahrung und somit auch der symbolischen Erfahrung im Vordergrund. Dewey lehnt den Dualismus von Körper und Geist ab, weil diese Verknüpfung von eben diesen behindere. Dazu äußert sich Dewey, dass es unmöglich ist, die üblen Folgen des Dualismus zu beschreiben. Bei Dewey geht es also hinsichtlich der Trennung von Körper und Geist kein Entweder-Oder, sondern graduelle Unterschiede. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Dewey selbst kritisiert das Erziehungssystem, weil dieses zu viel Fokus auf kognitive Prozesse legt, anstatt auf die Kinder dahingehend einzugehen, die Wahrnehmung des Körpers zu reflektieren bzw. den Körper selbst wahrzunehmen. Es kann also gefolgert werden, dass für Dewey der Körper als Ausgangspunkt des Lernens durch ein selbstständiges und aktives Handeln aufgefasst wird. Das verdeutlicht auch, wie Sie schon gelernt haben, die Gründung der Laboratory School in Chicago, in der ein handlungs- und projektorientierter Unterricht im Vordergrund steht. Das Denken besteht für Dewey dabei darin, dass die intellektuellen Bestandteile der Erfahrung herausgehoben werden und ersichtlich bzw. bewusst werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der individuellen Erfahrung im Lernprozess, die durch und in dem eigenen Körper gemacht wird. Deweys Hauptaugenmerk liegt also auf dem Körper, bei dem mentale und physische Prozesse nicht voneinander getrennt werden können. Daraus kann gefolgert werden, dass der Körper als Medium der Erfahrung entscheidend ist, denn ohne die Berücksichtigung des ganzen Menschen im Lernprozess wird diese behindert. Also muss die individuelle Erfahrung jedes Einzelnen in den Mittelpunkt des Lernens gestellt werden. Für Dewey steht die Erfahrung, die jeder Einzelne macht, im Mittelpunkt des Lernprozesses. Dabei gliedert sich die Erfahrung in ein aktives und ein passives Element, die auf besondere Weise verbunden sind. Diese Verbindung zeichnet sich dadurch aus, dass ein Gegenstand auf uns einwirkt bzw. wir auf den Gegenstand einwirken. Durch die Wahrnehmung und Erfahrung des eigenen Körpers beschreibt Dewey die Vorgänge des Denkens. Zusammenfassend lehnt Dewey den Dualismus von Körper und Geist ab und rückt den Körper und dessen mentale Prozesse in den Mittelpunkt der Erfahrung. Dabei ist die individuelle Erfahrung, die jeder Lernende macht, entscheidend.